Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Es kann ruhig Tag bleiben. So. Wir sind in der letzten Aufnahmesession hier in der Stadt Sai'an angekommen, in der alle mehr oder weniger ziemlich vergiftet am allerwertesten sind. Aua, ich leide jetzt schon seit einer Weile unter dem Wetter. Seit neuestem ist der Schmerz sogar so schlimm, dass es mich umhaut. Verflucht, ich habe keine Zeit für sowas. Aua, hör auf mich anzustarren, du Köter. Ich hatte gedacht, dass der Nebel früher oder später verschwinden würde, aber er wird immer dichter und dichter. Aber ich werde nicht zulassen, dass er mich fertig macht. Ich habe Kampfgeist, die Tsunami, die mich hier nehmen, kann mich nicht aufhalten. Ich werde tun, was ich tun muss. Du wirst schon sehen. Mhm. Ja, wir haben uns halt bis jetzt nur unten im Burggraben umgeguckt. Größtenteils jedenfalls. Ich weiß echt nicht, ob hier unten nicht noch irgendwo Kisten sind. Deswegen gehe ich hier nochmal ab, den Burggraben. Dann gehen wir da hoch, hier die Treppe hoch. Gucken uns da hinten um, dann gucken wir uns im Norden um und da auf der anderen Seite der Brücke. Weil hier hinten ist der Gräber, der uns das Wasser wieder freischalten will. Ah, sieht aber nicht so aus, als ob wir noch Kisten hier unten hätten. Wir haben aber auf jeden Fall Kisten da oben gehabt, habe ich gesehen. Wenn das Wasser wieder fließt, bist du übrigens am falschen Platz, Opa. So. Oh, du siehst doch einen guten Schuss aus. Herr Blume, oh, dieser gewaltige Druck. Ich kann es nicht länger ertragen. Was ist los, Großväterchen? Was ist los? Bist du krank oder sowas? Hä? Oh nein, ich bin nicht krank. Bist du nicht? Was ist mit dem Druck, den du nicht mehr ertragen kannst? Es ist meine Seele, die mich plagt. Ein gewaltiger Druck lastet auf ihr. Blütenbeschützer Herr Blume. Jetzt haben wir schon Herr Mandarine, Herr Bambus und Herr Blume. Oh, was ist nur aus unserer Stadt geworden? Dieser verfluchte Nebel bedeckt die ganze Stadt. Er fordert uns, als würde er uns langsam aber sicher erdrosseln. Zuerst dachten wir, das ist aber ein dichter Nebel, aber dann wurden die Leute krank. Und noch schlimmer, die Kirschbäume, die ich mit so viel Mühe gepflegt habe, sind verwelkt und haben ihre Blüten verloren. Kann ich deine... Ja, das wäre vielleicht gegangen, aber ich glaube, durch den Nebel klappt das nicht. Hier irgendwas zum Blühen zu bringen. Das ist wahrscheinlich dein Haus. Jo. Durch den Nebel können wir gar nichts heilen. Oh, hier war eine Truhe. Ja, eine verstreute Perle. Das können wir nicht kaputt machen, aber es gibt uns Tinte, die wir nicht brauchen. Auch gut. Hinter dem Haus können wir nachgucken. Hier ist noch eine Truhe eingegraben. Ein Tintenstein, der ist immer praktisch. Geld ist auch immer gut. Die Häuser scheinen nicht begehbar zu sein.
Wir können auch nicht wirklich auf ihn rumjumpen. Ja. Was steht hier? Fährenanlegestelle. Ja, die Fähre, die ist sehr, sehr außer Betrieb ohne Wasser. So, auf der Seite habe ich noch eine Truhe gesehen. Ein Exorzismus L. Mehr Zeug, um sie in den Magen zu stopfen. Dann gucken wir mal, was das hier ist. Sieht aus wie eine Handwerkshalle. Ah ja, ist ein Schreiner. Schreiner, der ein bisschen Geld bei sich rumliegen hat, aber das war's auch schon. Nö, durch die Tür geht's nicht durch. Weiter oben scheint auch nichts zu sein. Nö. Das wird wahrscheinlich der Laden von dem Typ sein, der hier buddeln will und das Wasser zum Laufen bringen will. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wow. Da ist eine verwunschene Zone. Mhm. Ah, ich bin die ganze Zeit über so nervös. Siehst du die verfluchte Zone hinter mir? Von dort kommt alles Mögliche am Bösen. Es ist eine harte Arbeit in Zeiten wie diesen, eine Wache zu sein. Ich würde alles geben, um meinen Job zu kündigen und von hier zu verschwinden. Aber der Wasserdrache hat ein Chaos auf dem Meer angerichtet. Man sagt sogar, dass viele Schiffe versenkt worden sind. Also habe ich den Wasserdrachen vor mir und die verfluchte Zone hinter mir. Ich weiß einfach nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Nach Hause? Das ist aber ein großes Kohlebecken. Sie müssen damit die Straßen bei Nacht beleuchten. Aber jetzt ist es aus. Ja, weil hier sowieso alles aus ist. So, auf der Seite habe ich mit allen geredet. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf der Seite gucken. Habe ich die schon gerammt gehabt? Nö. Ich nehme nämlich alles an jeden mit, was ich finden kann. Oh, Truhe. Eine Vase. Hm? Dann gucken wir doch erst auf der Seite nach. Wow, oder auch nicht. Ja, da ist auch alles verflucht. Hm. Masu, grr, ich bin in dieses Land gekommen, meine Kampfkunst zu perfektionieren. Aber als ich in Saya ankam, wurde ich einfach auf einmal krank. Ich hatte zuvor gehört, dass die Heiligkraft von Königin Himiko unglaublich sein soll. Sicher ist das nicht ihr Werk. Dieser Nebel über der Stadt ist auch verdächtig. Aber ich werde mich nicht unterkriegen lassen. Nichts kann mich unterkriegen. Ich hatte zuvor gehört, dass die heilige Kraft von Königin Himiko unglaublich sein soll. Sicher ist das nicht ihr Werk, ja. Nichts kann mich unterkriegen. Ja, Entschuldigung. Das ist definitiv auch eine verfluchte Zone, ja. Ist es. Bambus ist gut für den Magen. Ich glaube, der gibt sogar 20 oder so. Ne, 10 ist es, was es so gibt. Aber auch immerhin etwas. Ein Knochen S. 3 Solarenergie hier. Hm. Na, ich kann nicht cheaten und hier über die Mauer springen. Schade. Nein, jetzt bin ich unten. Auch wenn man es nicht sieht, die Sonne bleibt schön oben.
Also ja, da eine verfluchte Zone, da können wir nicht über die Mauer drüber. Da müssen wir wahrscheinlich nachher rüberschwimmen. Ich fühle mich in letzter Zeit nicht so gut und ich bin nicht allein. Die Leute sind in der ganzen Stadt krank. Einige sind sogar so krank, dass sie nicht mehr aus dem Bett kommen. Ich bin noch in Ordnung, weil ich so stark bin, aber um die Schwachen mache ich mir Sorgen. Und um alles noch schlimmer zu machen, ist der Wasserdrache verrückt geworden. Er macht eine Menge Ärger draußen auf dem Meer. Da ist es ganz natürlich, dass sich die Leute Sorgen machen. Wenn sich doch bloß Königin Himiko zeigen würde. Ich weiß, sie ist beschäftigt, aber es würde die Menschen glücklich machen. Ich frage mich, was mit ihr wohl los ist. Hey, was machst du? Was willst du, Hündlein? Bist du gekommen, um Frau Rao zu sehen? Du kannst sie predigen hören in den Audienzhalle da vorne. Sie kümmert sich um alles, während Königin Himiko in ihrem Palast ist. Mit der verfluchten Zone und der mysteriösen Krankheit ist das Leben hier in Saiyan im Moment vor allem Ungewissheit. Wir haben Glück, dass jemand wie Frau Rao uns führt. Sie ist für uns alle da, einschließlich Katzen und Hunden. Dann gehen wir mal kurz hier rein. Die Obermotze der Stadt leben auf der anderen Seite der Brücke da vorne. Das Gebiet ist vollgestopft mit tollen Palästen. Einer von ihnen gehört Königin Himiko, der Herrscherin über Nippon. Man erkennt ihn daran, dass er wirklich riesig ist. Ich habe keine Ahnung, wie sie so ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie mögen werde. Ich meine, es sieht so aus, als ob sie sich gar nicht um den Nebel kümmern würde. Und außerdem mag ich Königin und ihre Art irgendwie nicht. Aber Götter. Den willst du den Kimono kriechen? Aha, hier kommen wir arg weit. Hier ist übrigens alles. Ja, hier ist fast alles verfluchte Zone. Aido. Benkei, wo ist denn das ganze Wasser hin? Grummel, grummel, grummel. Hallo Hündlein, willst du über die Gojo-Brücke? Überleg dir das lieber nochmal. Diese Brücke ist so ein neumodischer Schnickschnack. Mit einem Befehl kann ich sie passierbar machen, mit einem anderen unpassierbar. Aber es gibt einen Grund, warum ich sie jetzt gerade nicht bedienen kann. Hör auf mich zu nerven, ich kann die Brücke jetzt gerade nicht passierbar machen. Mindestens bis das Wasser im See wiederhergestellt ist und ich diese schwer zu bekommende Objekte erhalten habe. Welches Schwert zu bekommen, der Objekt? Na gut, gucken wir uns hier unten mal um. In der nicht verfluchten Zone, also hier. Ob hier nicht noch irgendwas so im Sand versteckt ist. Mal buddeln können wir hier auf jeden Fall. Also kann es sein, dass hier irgendwas ist. An das wir sonst nicht mehr rankommen würden, wenn das Wasser da ist. Weil das ist Zone, ja. Das Böse. Und hier können wir springen, so viel wir wollen, so kommen wir nicht. Ja, das sieht wirklich wie neumodischer Schnickschnack aus. Also ja, lassen wir mal das Wasser wieder hier in die Stadt rein. Dumm, die dumm, die dumm. Ach, hier können wir hoch. Oh, ich fühle mich so, als ob mein ganzer Körper von etwas erstickt werden würde. Ich fühle mich kaputt, seitdem diese verfluchte Zone erschienen ist. Die meisten geht es noch schlechter als mir. Einige sind sogar Krankheiten erlegen. Oh, unsere arme Stadt, was passiert nur mit uns? Gurk, wir leiden im Moment alle so sehr und Königin Himiko verkriecht sich nur in ihrem Palast. Bitte, Königin Himiko, tut etwas, helft uns.
Das sieht da aber auch aus wie ein Schreinerladen. Mal gucken, was wir hier drin finden. Ja, das sieht genauso aus wie der Laden drüben. Naja, nicht ganz. Aber so ähnlich. Hey, da können wir uns was ansehen. Das ist ein eine gut gefertigte Säge. Ich wette, es gibt keinen Baum, den sie nicht fällen kann. Mhm. Na dann. Geronimo. Das war zu weit unten. So. Hm, du siehst aus, als ob du einen Plan hättest, Wolf. Hast du darüber nachgedacht, was ich dir gesagt habe? Dann werde ich dir ein weiteres Mal fragen. Willst du mir helfen oder nicht? Was sagst du? Ja, Graben helfen. Schade, dass Wölfe nur mit den Augen antworten können. Aber mir ist egal, was du bist, wenn du mir helfen willst. Nun hör mir gut zu, wenn ich dir erkläre, was du zu tun hast. Wie ich dir schon gesagt habe, der Abfluss vom Bevasee ist direkt unter uns. Ich werde mich darauf konzentrieren, ihn zu finden. Alles, was ich machen muss, ist... Was du machen musst, deine Klauen einzusetzen und zu graben. Ich werde durch das Loch, das du gräbst, zum Abfluss kommen. Und wenn ich ihn erreicht habe, werde ich feste draufhauen. Und ihn damit wieder frei machen. Falls das Wasser da noch nicht kommt, dann musst du mir helfen. Also hast du verstanden, was du zu tun hast? Jo. Das sieht für mich wie ein Jahr aus. Es ist an der Zeit, dass Wolf und Mensch sich gemeinsam anstrengen. Lass uns anfangen. Ups. Ich wollte eigentlich gerade sagen, wo ist der nette Herr? Mist. Den da hätte ich eigentlich auch ganz gerne noch zerstört, den Stein. Den kann ich nicht zerstören. Kacke. Au. Ganz ehrlich, wie komme ich hier weiter? Nein, du drehst um, bitte. Menü. Nochmal von vorn, bitte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier falsch ist. Komm schon. Und vor allem, wenn ich da auf dem Wasser bin, komme ich nicht mehr hoch. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache was falsch. Also hier rüber brauche ich es gar nicht erst probieren.